Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play. Und jetzt kann ich gleich mal lernen. Für FIFA 18 Ultimate Team. Ich will heute nochmal abgelaufene Objekte entfernen. Kann ich alle entfernen? Objekte entfernen. Y, okay. Hä? Objekt entfernen. Ach, abgelaufene Objekte entfernen. Jetzt. Ja, wir spielen heute nochmal zwei Squad Battles und das nur, um die Wochenaufgabe abzuschließen. Ansonsten habe ich eigentlich keine Lust, die zu spielen, vor allem nicht als Aufnahme. Ich habe mir überlegt, dass ich rein theoretischerweise, wenn ich mal irgendwann spielen möchte, aber keine Aufnahme machen möchte, dann spiele ich einfach so ein Squad Battle. Dies ist, denke ich, für euch weniger interessant und ich kann aber trotzdem ein paar Coins damit machen. Aber wie gesagt, es wird noch passieren, wenn ich mal irgendwie zu viel Zeit habe, gerade Bock habe zu zocken, aber keine Aufnahme machen will. So. Lasst mich kurz überlegen. Genau, Tonelli hat nämlich nur noch einen Vertrag und deswegen habe ich mir überlegt, es wäre ja ziemlich, den haben wir für 800 gekauft, es wäre jetzt ziemlich dumm, ihm eine Vertragskarte zu geben, weil den können wir jetzt einfach auf die Transferliste packen und kaufen uns einfach Tonelli nochmal. Selbst wenn wir jetzt zum Beispiel 1000 Coins ausgeben würden mit 7 Verträgen, wäre es immer noch billiger, ihn mit 1000 Coins für 7, mit 7 Verträgen zu kaufen, als jetzt eine Vertragskarte auszugeben, die, weiß ich nicht, 300, 400 oder noch mehr wert ist. Deswegen. Und das Ding ist halt, ich kann den ja am Ende wieder verkaufen mit einem Vertrag. Also ich bekomme ja, Normalfall bekomme ich ja genau das gleiche oder fast das gleiche Geld wieder rein, das ich für ihn ausgegeben habe. Und deswegen ist es halt deutlich billiger, mir den einfach neu zu kaufen, wenn er so wenig wert ist. Gibt ihn jetzt hier für 850. Was? Sechs Verträge nur. Und keine volle Fitness. Das ist jetzt aber ein bisschen. Habe jetzt nicht mitgerechnet, dann mal gucken, weil ich gibt's ihn ja mit mehr Verträgen für 1000. Sieben. Hier haben wir jetzt einen für 800, aber der hat nur noch einen Vertrag, das ist halt Schrott. Mit nur einem Vertrag, da verkaufe ich ihn ja logischerweise schon wieder. Ich bin ein bisschen enttäuscht, das gibt ihn mit sieben Verträgen für 1000 oder mit 6 Verträgen für 950. Nicht so geil. 800, okay, dann nehmen wir den mit 6 Verträgen für 800. Können wir halt nur 5 Spiele mit ihm machen, aber das ist egal. Das ist doch, ja, das ist doch gelohnt. Das ist doch sehr gut. Weil wir bekommen ihn für mindestens, wahrscheinlich bekommen wir ihn sogar für 900 verkauft. Das heißt, wir machen sogar minimal Gewinn mit ihm. Also passt das in die aktive Mannschaft. Tja, so spart man Coins, meine Freunde. So hält man sein Geld zusammen. Weil gerade am Anfang summieren sich ja auch die kleineren Beträge. Und gerade wenn man halt nicht noch so ein bisschen tradet, wie ich das mache, ist es, denke ich, noch wichtiger. Ich meine, ich könnte mir das im Endeffekt ja auch leisten. Aber. Ach so, ja, genau. Dieses präsentierte Team, Thomas Müller, Team ist Müller. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es hat keine gute Chemie und. Das wurde mir angeboten und ich wollte schon gestern, also bei der letzten Aufnahme, wollte ich schon wissen, was das bedeutet und deswegen spielen wir das jetzt. So. Ach ja, ich wollte mir mal Verträge kaufen. Ich wollte mal gucken, was Goldverträge kosten und mir die kaufen. Fällt mir gerade so ein. Genau, Bender bekommt ein und Traoré auch. Ist auch eigentlich ganz gut, dass das erstmal kleine Goldverträge sind, die bekommen. Dann muss ich jetzt nicht 1 Million Spiele mit dem machen, bevor die nur noch einen Vertrag haben. Beziehungsweise, wenn ich sie schon vorher verkaufe, dann hab ich keinen großen Verlust, weil die nicht so extrem viele Verträge dann drin haben. Wie wir sehen, haben wir jetzt noch einige Spieler mit zwei Verträgen. Also wenn wir jetzt ein Spiel mit der Mannschaft machen, müssen wir drüber nachdenken, ob wir den Innenverteidiger verkaufen. Der hat 800 gekostet. Das heißt, mit Astori würde ich dann einfach genau das gleiche machen wie mit Tonelli wahrscheinlich. Biglia gab es, glaube ich, keine Alternative, würde ich also einen Vertrag geben. Und ich glaube auch bei der RM-Position gab es keine Alternative. Da haben wir auch schon 4.300 ausgegeben, von daher. Ja. Und der ZOM, da will ich mir eigentlich die Inform holen. Aber das wird halt nicht jetzt nach einem Spiel passieren. Da muss ich nochmal überlegen, was ich mache. Bei Valero geht mir auf jeden Fall auf den Sack, dass der schlechte Chemie, aber mega krasse Spieler anscheinend drin. Ach du Scheiße, wird man das verliere ich, aber ich spiele es jetzt trotzdem. Was? Ach ja, ich habe neue Trikots, aber die sahen irgendwie auf dem Bild geiler aus als jetzt in komplett. Das ist irgendwie nicht so ein geiles Gelb. Das hier, das sieht gut aus. Wobei mich so ein bisschen stört, dass unten links
die Nummer nochmal auf der Hose drauf ist, das stört mich ein bisschen. Okay, ich glaube, auch das Trikot werde ich nicht lange, also auch die Trikots werde ich, glaube ich, nicht lange behalten. Aber egal. Jetzt nehmen wir das erstmal. Ach du Scheiße! Was ist das denn? Oh Gott, also das werde ich natürlich verlieren, das Spiel. Krass, ich dachte halt, wegen der schlechten Chemie wird das bestimmt super easy. Naja, dann verlieren wir jetzt unser erstes Squad-Battle, das ist auch egal. Hauptsache, wir haben dann die vier Spiele hinter uns. Da werde ich dann natürlich als nächstes ein leichteres machen. So, Ballbesitz. Ach nee, Quatsch, hoher Druck. Hast du mich jetzt dran gewöhnt, dass ich mit hoher Druck spiele, nicht mehr mit Ballbesitz? Konzentrieren wir uns natürlich trotzdem. Also, ich versuche natürlich trotzdem, das Spiel zu gewinnen. Also, ich gebe das nicht her, nur weil wir hier. Boah, schlechte Ballannahme. Nur weil wir hier das deutlich schlechtere Team haben. Das war schlecht von mir. Pelé, zum Glück kommt er nicht zum Abschluss. Wäre mit Sicherheit drin gewesen. Sehr schön. Gar nicht so schlecht der Schuss, aber zu unplatziert. Den hätte auch so gut wie jeder andere Torhüter gehalten, denke ich. Also zumindest Gold-Torhüter. Krass gedribbelt. Oh. Da war dann kein Platz mehr. Oh, schlecht gedribbelt. Maradona hat sich den Ball wieder geholt. Das ist ein Abseits. Und wäre nicht rein. Schöner Ball auf Berardi. Schlechter Ball auf. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Eder war es. Also auf Eder. Okay. Also mit der Abwehr bin ich ganz zufrieden gegen den Spieler bisher, gegen die Mannschaft. Aber. Schade, knapp. Aber nach vorne, wir haben noch keinen wirklichen Abschluss hinbekommen. Das Dribbling von Messi ist unglaublich. Da war es dann zum Glück zu dicht für Maradona. Spielt eigentlich von der Position Maradona. Ich gar nicht drauf geachtet, aber es waren halt so viele. Das war geil gedribbelt. Es waren halt so viele gute Spieler im Team, dass ich gar nicht auf alle achten konnte. Gott, da ist gar niemand. Ronaldo. Ach, Schweinsteiger ist auch im Team. Messi ist zum Glück zu klein, falls es Messi da drüben gerade war, aber ich denke. Oh, das war Glück, dass der ankommt. Schade. Komm, komm, komm. Doppelt schade. Da hätten wir jetzt vielleicht einen schönen Konter spielen können oder zumindest den Fehler ausnutzen. Ja, Müller muss natürlich auch im Team sein, sonst würde es ja nicht Müllern und Müller macht auch das Tor, sehr ärgerlich. Aber das ist halt FIFA 18, aus solchen Positionen fallen die Tore dann halt einfach. Ich denke, wir haben es auch ganz gut verteidigt. Können wir dann einfach nichts mehr machen. Und wie gesagt, die gegnerischen Spieler sind halt einfach so viel besser als meine. Da bin ich sowieso verwundert, dass es bisher so gut geklappt hat mit dem Verteidigen. Aber es ist noch nichts verloren. Es steht nur 1-0. Tore schießen ist nicht so schwer in FIFA 18.
Ist also noch was drin? Oh, ein Glück, ey. Das war, glaube ich, auch wieder Müller. Ich frage mich, ob der hier so einen extra Boost hat in dem Spiel. Ja, ich laufe die ganze Zeit mit, aber komm nicht ran. Pelé ist natürlich sehr schnell. Ja, also wir machen das eigentlich gegen die Spieler, zumindest so wie der Gegner bisher spielt, nicht schlecht in der Abwehr. Schade, dass er dieses Tor geschossen hat. Man gewöhnt sich auf jeden Fall durch dieses einfache Passspiel, gewöhnt man sich einfach wieder total diese schlechten Pässe im Endeffekt an. Dass man halt total schlecht ausgerichtet passt. Ha, da haben wir ihn zu einer schlechten Flanke gezwungen. Vielleicht war das auch klären, aber ich glaube, es war eher eine Flanke. Ah, der Rossi ist langsam. Das war dumme Idee von mir, da einfach durchzuziehen. Es war eigentlich klar, dass die CPU da sich nicht so leicht abkochen lässt. Ich habe es noch kein einziges Mal geschafft, Messi den Ball abzunehmen. Foul von Maradona. Er ist auf gar nicht im Mittelfeld irgendwie. ZM oder so. Es war ja auch mit einer Dreierkette. Oh Gott. Ich glaube ein 3, 5-3 oder so. Habe ich gerade 3-5-3 gesagt? 3-4-3 meine ich natürlich. 3-5-3. 11 Feldspieler. Schade, dieses eine Tor. Ach Mann, das war echt. Aber ja, naja, wie gesagt, man kann es halt nicht alles verteidigen. Statistik sieht gar nicht so schlecht aus. Also, Spiel läuft besser, als ich am Anfang gedacht hätte. Ich gehe mal auf Offensiv. Wird schon gerne gewinnen, aber es ist mir eigentlich egal, ob ich es. Also, es ist mir nicht egal, aber ich finde es nicht so schlimm, wenn ich es verliere. Ist ja nur ein Squad-Battle und wie gesagt, gegen das Team. Oh mein Gott. Schade. Macht echt viele Fehler, finde ich. Oh, fuck you, ey. Das war jetzt wieder ein schönes Lackertor auf jeden Fall. Aber ist klar, die haben halt solche Abschlussstärken. Ich denke, die Chance, die ich mit Valero gehabt habe, die hätte halt auch einer der drei Spieler, die da. Nein, natürlich auch ein Neuer noch im Tor. Diese drei Spieler, die da vorne beim Gegner sind: Ibrahimovic, Messi und wer ist der Dritte? Ich weiß gar nicht. Ronaldo. Die hätten wahrscheinlich die Tore gemacht. Aber ich meine, 2-0, ne, es ist immer noch drin. Kann immer noch zwei Tore schießen. Schade. Nein, nicht auf ihn. Oh, es mich nervt schon wieder dieser Schatten in diesem Scheißstadion. Ist das eigentlich meins? Habe ich so ein Dreckstadion mit Schatten? Geiler Pass. Wenn ich jetzt eigentlich das Spiel hier ab. Oh, da doch nicht hin. Wenn ich jetzt eigentlich das Spiel abbreche, zählt es dann trotzdem als gespielt? Also wenn ich noch ein Tor fress, dann war's das. Da
Sind wir wieder? Leider habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich bin auf diese blöde Xbox-Taste auf meinem Xbox-Controller gekommen. Dadurch bin ich kurz auf den Desktop gewechselt. Glücklicherweise mache ich kein Online-Spiel und werde jetzt aus dem Online-Spiel rausgeflogen. Sobald man auf den Desktop kommt, fliegt man aus dem Online-Spiel raus. Und da das aber kein Online-Spiel ist, bin ich nicht rausgeflogen. Aber es ist halt bloß ein Cut in der Aufnahme und muss halt das dann zusammenschneiden. Was soll's? Ärgerlich, aber kann man nichts machen. Ja, wie gesagt, bei einem 3-0 würde ich es wahrscheinlich einfach abbrechen, das Spiel. Schade. So. Alter, wie schnell ist denn Müller? Der muss doch geboostet sein in dem Team, oder? Das geht doch gar nicht anders. Oh, ich dachte echt, der geht rein. Info El Sharabi, mega geiler Abschlusswert. Rechtsfuß. Jetzt ein 2-1 wäre echt geil gewesen. War ein schwieriger Winkel für den Abschluss. Och Mann, der wäre mit Sicherheit rein, wenn er nicht geblockt wurde. Wenn er nicht geblockt wurde, wenn er nicht geblockt worden wäre. So ist es richtig. Mit dem Fuß, ich dachte, den köpft er jetzt zum Torhüter zurück. Gehen wir auf sehr offensiv. Wie gesagt, dieses 2-0 macht mir eigentlich noch ein bisschen Hoffnung. Was für ein Pass. Ihr habt da schon dreimal auf Passen gedrückt. Sehr schön von El Sharabi. Weil er nur die Ecke hat. Ey, das ist auf jeden Fall nicht mehr wie in FIFA 17, dass man so total einfach die Ecke bekommt, weil die Gegenspieler einfach den Ball ins Ausrennen. Also man ist eigentlich immer als letztes dran irgendwie, habe ich das Gefühl. Oder sehr oft zumindest. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass es nicht mehr einfach so möglich ist, wenn man sich da festläuft, auf die Ecke zu spekulieren. Ich meine, spekulieren kann man immer auf die Ecke, aber es ist nicht mehr so einfach, die Ecke auch zu bekommen, wenn man sich da festgelaufen hat. Sonst war das ja in FIFA 16 und auch in den anderen Teilen war das halt Standard. Okay, ich komme da nicht mehr raus, jetzt hole ich halt die Ecke. War natürlich ultra schlecht vom Gegner. So, jetzt ist das Spiel gleich vorbei. Wir werden es natürlich nicht mehr drehen oder noch zwei Tore schießen. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Spiel. Die zwei Tore, die gefallen sind, das zweite war ein absolutes Glückstor. Da ist einfach nur ein Abpraller bei Ibrahimovic gelandet, der ihn dann einfach Volley mal reinknallt. Und das erste Tor haben wir eigentlich auch gut verteidigt und Müller hat dann einfach mal irgendwie geschossen. Ich glaube, er war auch geschlenzt. Und das Ding halt auch rein, war ja auch eigentlich ein Distanzschuss. Von daher, ich bin doch ganz. Bin doch ganz zufrieden und Neuer hält natürlich auch die Bälle hervorragend. So, wenn wir jetzt nochmal einen machen, machen wir eine richtig spannende Schlussphase, das hatte ich wohl erledigt. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Jetzt nochmal ein Wegrätschen. So.
Hat leider gar nichts gebracht. Schade, 2-0 verloren. Ich denke, wir haben doch gut gespielt, auf jeden Fall. Vor allem gegen das Team, dass die nicht volle Chemie haben. Das hat man gar nicht gemerkt, finde ich. Trotzdem ein paar Münzen bekommen. Wir müssten ja trotzdem Punkte bekommen. Nicht sehr viele, aber 0 Punkte, Partie beendet. Was? Wieso bekomme ich 0 Punkte für Partie beendet? Ich habe sie doch beendet. Spielergebnis, trotzdem 1400 Punkte. Das ist ja cool. Schwierigkeitsbonus 1, aber ich habe doch Weltklasse. Ich dachte, da ist Schwierigkeitsbonus 1,6. Ach, ist egal. 1400 Punkte sind 1400 Punkte. Also kommen wir jetzt sogar noch in Silber 1. Ich überlege gerade, ob ich. Was kriegen wir da für eine Belohnung? Ne, Moment mal. Waren wir nicht schon in Silber 2 drin? Anscheinend nicht. Okay, wir kommen in Silber 2 rein. Da kriegen wir 5000 Coins, 2 Goldsets und ein Premium Goldset. Silber 1 sind dann schon 2 Premium Goldsets und ein Goldset und 10.000 Münzen. 2 Jumbo. Goldsets und 12.000 Münzen. Also Gold 1 wäre eigentlich, Gold 3 wäre auch noch geil, ne? Aber es ist immer so, je höher man geht, ne, desto geiler wird es logischerweise. Aber ja, ich spiele jetzt auf jeden Fall noch ein Squad Battle Spiel, damit ihr auch seht, wie wir hier die Belohnung abgreifen. Und jetzt kann ich, glaube ich, neu laden, dann bekomme ich nämlich leichtere Gegner. Ich will eigentlich nicht gegen diese schweren Gegner spielen. Wie mache ich das? Gegner-Update, RT, genau. Du kannst noch gegen mindestens ein Team antreten. Möchtest du wirklich ein Gegner-Update? Ja, weil ich sowieso nur noch eins jetzt spiele heute. Und falls ich dann wirklich nochmal Bock habe, mich in Goldrang 3 hochzuspielen, dann mache ich das ohne Aufnahme und nicht mehr heute wahrscheinlich. Ja, ich habe eigentlich sowieso keinen richtigen Bock auf diese CPU-Squad-Battle-Zeugs, ne? So, nehmen wir Napoli, das hier. Weltklasse. Ach ja, jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo wir wieder drüber nachdenken müssen, was wir machen. Die beiden Spieler spiele ich einfach weiter. Das gibt's keine Alternative. Wir können aber noch mal gucken, wie es mit Astori aussieht. Der hat halt echt geile Defense-Werte, ist mit 1,88 gut groß. Mit 68 eigentlich auch noch ein anständiges Tempo, 84 Defense, da gibt's eigentlich keinen besseren, würde ich sagen, den ich da jetzt haben will. Also wäre ich einfach den hier auf die Transferliste setzen und mir einen preiswerten Astori wieder kaufen. Halt, wir haben irgendwas beendet. Was denn? Tagesaufgaben. Vertragssituation. Wenn der eine Vertrag ist, kriegt er ein paar Coins wahrscheinlich. Ein Bronzeset. Aber normales Bronzeset. Kein kleines 4 mit 4 Karten nur, sondern eins mit 12 Karten und einer seltenen. Telfort. Transfermarkt anbieten. 200, der hat also nichts wert. Die werden alle nichts wert sein. Guck dir das nach. Wappen ist nicht geiler als unser momentanes, aber ich glaube auch nicht, dass wir jemals ein geileres Wappen bekommen werden. Ich bräuchte mal ein anderes Stadion, fällt mir gerade ein, weil mein Stadion müsste ja scheiße sein. Also das hat diesen Schatten, glaube ich. So, jetzt kaufen wir aber erstmal Astori. Können mal die nicht verkauften Spieler neu anbieten, alle erneut anbieten, verkaufte Objekte löschen. Ach, es gibt noch keine zum Neuanbieten. Oder war das? Wird aktuell nicht angeboten, ja. Nein. Alle erneut anbieten. Der Verkauf einiger Objekte kann sich geändert haben und wird entsprechend angepasst. Möchtest du wirklich alle erneut anbieten? Bietet er jetzt auch die? Nee, erneut anbieten bedeutet, er bietet nur die an, die schon mal drauf waren, oder? Gibt es da überhaupt welche? Ach, es gibt nur Quagliarella, okay. Den hatte ich eh für 750 gekauft. Von daher, wenn der nicht verkauft wird, ist auch nicht schlimm, den kann ich einfach so abstoßen. So, wie hieß mein Spieler? Astori. David der Astori. 950. Was? Was hat meiner gekostet? Er hat weniger als 1000 gekostet gehabt. What? Ah, okay. Ist ein klein, also logischerweise gibt es immer leichte Schwankungen im Wert, aber 1000 ist auch noch okay. Ist immer noch billiger, als ihm jetzt den Vertrag zu geben. Weil wie gesagt, ich kann ihn dann ja auch wieder verkaufen mit nur einem Vertrag. Es gibt ihn wirklich nur mit 1000, dann hoffentlich auch einmal mit vielen Verträgen. 7, ne. Ach, das ist ja blöd.
Oh, da würde ich ja jetzt am liebsten hier auf 950 gehen und die ganze Zeit aktualisieren, bis es halt ein Preiswerden für das Geld gibt, weil irgendjemand muss den ja mal billiger reinstellen. Wenn es 100 von denen mit 1000 Coins gibt, dann muss es ja logischerweise mal einen geben, der sieht, aha, es gibt ganz viele, die kosten 1000. Also stelle ich meinen jetzt für 900 rein oder so. Ach, kein Bock mehr zu warten. Wir wollen ja auch noch ein Spiel machen, von daher scheiß drauf. Kaufen wir ihn jetzt mit 1000. Hat er irgendjemand einen Chemistry-Style drauf? Nee. Haben wirklich alle nur 7 Verträge. Scheiße. Halt, war da gerade einer für 900? Hier! Ha! Hat sich doch wieder gelohnt, zu warten. In die aktive Mannschaft. Ihr seht, ich freue mich echt, wenn ich hier 50 oder 100 Coins spare. Da freue ich mich schon. Weil ich weiß, dass sich das alles am Ende summiert. Und ich hatte schon Situationen, wo ich mir einen guten Spieler, also wo ich mir ein preiswertes Angebot durch die Lappen gehen lassen musste, weil ich irgendwie 300 Coins zu wenig hatte oder so. Also das kann passieren. Deswegen, man weiß nie, wann und wo man es mal braucht. Weltklasse. Ich hoffe, ich schaff's dieses Mal, ohne dass wir in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gehen müssen. Der einzige Nachteil natürlich, wenn man sich diese Spiele dann immer wieder neu kauft, ist, dass man natürlich nicht diesen Loyalty-Bonus bekommt. Oh Gott, das Team ist so schlecht, da müssen wir ja auf jeden Fall 5 Tore schießen auf Weltklasse. Genau, dass man halt nicht diesen Loyalty-Bonus bekommt. Den bekommt man ja nach 10 Spielen, dann bekommen sie plus eine Chemie. Aber den Loyalty-Bonus brauche ich auch nicht unbedingt. Dieses Gelb sieht eigentlich auf dem Platz doch ganz gut aus. Also ich könnte mich wirklich mit diesen Trikots anfreunden, muss ich zugeben. Dazu noch der gelbe Ball. Ich denke, das werde ich erstmal so lassen. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde die Trikots nicht für immer behalten. Oh, schade. Schlechte Ballannahme. Das kann natürlich durch die Chemie zustande kommen. Oh, hier muss ich mitlaufen, ich Idiot. Das war schlecht gespielt von mir. Das war wiederum wieder gut gespielt. Oh, eins weiter. Ich wollte logischerweise direkt der ins Spiel bringen und der passt da auf. Wie heißt er? Namen schon wieder vergessen. Schade. Aber wenn ich mich hier konzentriere, sollte das Spiel eigentlich gewonnen werden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oh, so natürlich nicht. Schön abgelaufen mit El-Sharawi. Eieiei, also manchmal frage ich mich erstens, was ich für Pässe spiele, zweitens, wie die ausgeführt werden. Doch relativ dicht geworden, schade. Zu viele Spieler im Rücken. Ich kann einfach mich nicht drehen und aufs Tor schießen. Ich meine, es kann natürlich trotzdem mal gut gehen, aber das ist ja dann nicht wirklich gut gespielt oder es sollte zumindest meistens nicht klappen. So war das eigentlich überhaupt nicht geplant. Ich wollte auf meinen Stürmer flanken und einen Kopfball versuchen, aber dass es dann so gut auf De Rossi funktioniert hat. Scheiße. Macht er wirklich das Tor? Oh, da muss ich natürlich versuchen, mehr ranzukommen an den Gegner. Muss den Schuss verhindern, wie vielleicht vorher schon stören, aber man will halt ihn immer nicht frei durchziehen lassen. Man bleibt halt immer zwischen Tor und Ballführer. Ärgerlich. Hier, jetzt, da. Ich meine, da bin ich dann ein bisschen zu weit weg und da schießt er dran. Fuck. Muss mir einfach angewöhnen, dass wenn ich dann im Strafraum näher bin, ein bisschen risikofreudiger versuche, den Ballführer da zu stören, weil es geht ja sonst trotzdem ein Tor. Also entweder ist er halt durch und schießt ein Tor oder er schießt halt ein Tor, weil ich so weit weg bin. Da ist es halt besser, ich versuche ranzukommen.
und dann somit den Ball abzunehmen oder den Schuss zu verhindern. Ja, das war jetzt wieder besser gemacht. Bin ich nicht so sehr auf Abstand geblieben. Und so hätte ich es halt auch beim 1-0 verteidigen müssen. Also es war nicht gut verteidigt. Sonst hätte er das Tor nicht geschossen. Natürlich trotzdem schade, dass er dann auch mit dem Schuss das Ding direkt reinmacht. Wie gesagt, die Chemie von den Spielern bei ihm sind scheiße. Er hat auch nicht die besten Spieler. Und ich habe einen guten Torhüter. Da erwartet man dann oder hofft man halt schon, dass es rein, dass es nicht direkt reingeht. Aber wir wissen ja, wie gesagt, FIFA 18, da ist halt Tore schießen einfach. Wieder im Sprint angenommen. Ich muss endlich mal wieder abgewöhnen. Ich verstehe nicht, warum ich mir das wieder angewöhnt habe. In FIFA 17 war das dann auch nicht gut, im Sprint immer den Ball anzunehmen. Das war mal ein guter Abschluss von Edea, leider nicht drinne. Und ich bin immer noch am Rätseln, wie ich das am besten. Na, das war eine Scheißflanke. Wie ich das am besten mit diesen Ecken mache. Auch ein guter Schuss. Auch wieder gut gehalten von Marco. Kommen aber auch teilweise unterschiedlich, das ist echt krass. Da ist zum Glück keiner mehr von ihm. Ja, komm, hier steht nur 1-0. Sollte ja jetzt hier kein Problem sein. Das war eine schöne Flanke. Das war auch schön mitgenommen dabei. Leider dann nicht gut die. Oh, nicht gut die Pace aufgenommen. Der hat ihn auch nicht so vorgelegt, wie ich mir das vorgestellt habe. Schade. Da bin ich mal gut mitgelaufen. Wieder viel zu riskanter, dummer Pass von mir. Mal nicht geplant. Aber ich glaube, ich bevorzuge trotzdem dieses FIFA im Vergleich zu FIFA 16, weil FIFA 16 fand ich richtig scheiße mit den schwierigen Pässen. Flacher Schuss ins lange Eck, der war aber nicht so gut, der Flachschuss. Also er war gut platziert, aber er war nicht so straff geschossen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte ihn straffer aufgezogen, weil ich versuche mir gerade anzugewöhnen, wenn ich weiter vom Tor weg bin, dass ich dann einfach vor allem die Zeit habe, dass ich ihn dann straffer aufziehe, den flachen Schuss. Aber erstmal schön, dass Valero ihn überhaupt macht. Und ich glaube, der war auch unhaltbar, weil er so platziert war. Wir können auch mal gucken. Ja, der war unhaltbar. Der war zu platziert. Also der ist zu weit vom Torhüter weg. Aber trotzdem denke ich, noch nicht perfekt geschossen. Da hätte man ihn etwas straffer schießen müssen. Kann natürlich sein, dass ein besserer Torhüter vielleicht anders positioniert wäre. Also mehr in der Ecke stehen würde, wo der Ball hinging und es dann nicht reingegangen wäre. Aber das weiß ich nicht. Ich habe gerade nicht aufs Positionsspiel geachtet, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein dummer Laufpass? Und er kommt auch noch an. Ich verstehe nicht, warum meine Außenverteidiger manchmal so hoch stehen und manchmal auf einer Linie mit dem Innenverteidiger. Ob das mit dem individuellen Außenverteidiger zu tun hat. Ob der zum Beispiel hohe Arbeitsraten im Angriff hat. Darauf habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht geachtet. Also die Arbeitsraten sind mir momentan noch komplett egal. Wollte ich auf meinen Stürmer passen, auf Edea. Ja, die Arbeitsraten sind mir noch. Komplett egal. Weil ich logischerweise. Boah, das war ein krasser Reflex. Ich glaube, da wäre eh nicht rein, aber es war ein krasser Reflex von Perrin. Weil ich ja momentan eh noch nicht große Auswahl habe, was meine Spiele angeht. Ich glaube mir entweder. Ja, ich wollte eigentlich direkt wegschmeißen und dann, wenn ich wusste, dass er ihn so annimmt. Hätte ich es logischerweise anders gemacht. Ja, ich kaufe mir entweder irgendwelche Informs oder ich kaufe mir halt noch preiswerte Spieler. Okay, was haben wir denn? Statistik sieht wieder ganz gut für uns aus, vor allem deutlich mehr Ballbesitz. Schüsse jetzt nicht so krass, aber ich denke, wir waren trotzdem der bessere Spieler. Und dann haben wir Squad Battles erstmal hinter uns, vor allem was die Aufnahmen angeht. Die nächsten Aufnahmen werden dann wieder gegen reale Gegner sein. Und entweder spiele ich dann nochmal Liga
oder also Online-Liga natürlich. Oder die nächste Aufnahme ist dann schon Weekend League, mal gucken. Also was mache ich denn heute für Fehlpässe teilweise? Total bescheuert. Das soll auch wieder nicht dahin gehen. Das war nicht meine Schuld, weil der Rossi macht einen Laufpass, hat man ganz klar gesehen, und ich habe einen normalen Pass eingegeben. Abseits. Was? Was? Es war kein Abseits. Ich habe gar nicht mehr reagiert. Haben wir natürlich Glück, dass der an den Pfosten ging. War meiner Meinung nach aber Abseits. Aber gut, ich weiß, dass es in FIFA 15 oder so, da haben die Schiris ganz selten mal Fehler gemacht, was die Abseitsregelung angeht. Das habe ich selbst mal gesehen. Also da haben dann sogar die Kommentatoren gesagt, dass es ein Fehler war. Also da war das wirklich. Schöner Schuss. Da war es wirklich programmiert, dass die ab und zu mal eine Fehlentscheidung treffen. Aber das war halt wirklich ultra selten. Also ich sage jetzt mal gefühlt in 100 Fällen ein Fehler oder so. Aber ja, ich habe das Gefühl, es kommt in FIFA 18 besser, wenn man die in einem hohen Bogen flankt und nicht mehr so flach. War jetzt leider schon wieder Alu. Es war, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, das war. Nee, das zweite Mal, das war Alu. Treffen mit einem Kopfball nach einer Ecke. Aber ich glaube wirklich, die Flanken kommen gefährlicher oder die großen, gerade die Innenverteidiger, schaffen es eher an den Ball reinzukommen, wenn der in dem hohen Bogen kommt und nicht mehr so flach rein. Was? Wir waren schon wieder dran? Ja, das ist aber schön mitgelaufen mit Astori, der 68 Pace hat. Der neue Astori, erstes Spiel für ihn in unserem Verein. Ist irgendwie komisch, wenn man den gleichen Spieler sich nochmal kauft. Haben wir Glück gehabt. Habe ich eigentlich gedacht, dass El Shaarawy unten durchgeht. Dann wäre der Laufpass, denke ich, richtig geil gekommen. Schlecht gedribbelt von mir. Gut gedribbelt vom Gegner. Scheiße, Mann, ich muss doch ein Tor schießen. Ich habe keinen Bock, hier wieder in die Verlängerung zu gehen. Auch wieder eine stundenlange Aufnahme. Da wäre, glaube ich, eine Schusstäuschung in den Stand besser gewesen als die 180-Grad-Schusstäuschung. Alter, da hätte ich jetzt schon dreimal schießen können. Pass sollte nicht auf Eder gehen. Wie gesagt, ich glaube, er heißt Eder, aber ich finde Eder klingt geiler. Also ich glaube, ich glaube, er wird Eder ausgesprochen, aber Eder klingt geiler. Oh, komm jetzt. Ja, mal noch so ein beschissenes Tor rein. Er hat ja auch keinen guten Torhüter. Ich sollte ja mal ein bisschen mehr draufballern. Problem ist nur, ich gewöhne mir jetzt schon wieder eine andere Verteidigung an, merke ich. Gegen die CPU. Das sollte ich vielleicht nicht machen. Kriegt er noch die Ecke geschenkt, krass. Ich gehe mal auf Offensiv, ich will noch das Tor machen. Und hoffe, ich fresse jetzt keins. Fick dich. Ja, ich hoffe, ich fresse jetzt keins. Er schießt natürlich eins nach einer Ecke. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Krass. Jetzt gehen wir auf sehr offensiv. Toll, jetzt renne ich wieder den Rückstand hinterher. Zwei Tore mache ich wahrscheinlich nicht mehr. Also jetzt bin ich ja fast froh. Jetzt ist es mir ja fast lieber, wenn ich verliere und das Spiel vorbei ist, als. Ich meine, Punkte kriege ich ja trotzdem, aber.
Ich habe halt keinen Bock, jetzt hier nochmal in die Verlängerung zu gehen. Allein am besten noch einen Elfmeter schießen. Ich war schon durch, wusste ich nicht, weil die ganze Zeit hat er ganz anders verteidigt. Jetzt, als ich die Schusstäuschung mache, um mich dann quasi anzupassen. Ich wollte gerade sagen, dann schießt er auch noch so eins. Um mich quasi anzupassen, da macht er natürlich dann plötzlich die aggressive Verteidigung. Ich wäre durch gewesen. Durch diese Schusstäuschung verliere ich Zeit und Tempo und bin dann halt nicht mehr durch. Das war merkwürdig. Ja, ich wollte auf den spielen, nicht auf Alero, auf wen sonst. Er lässt sie nochmal auf den Boden aufkommen, auch nicht schlecht. So, kompletter Angriff jetzt hier. Oh, wenn der Ball ankommt, dann tut der Ball noch nicht wieder im Tor. Na? Please give a round of applause for today's man of the match, number 13, Borja Valero. Och Mann! Warum ärgere ich mich überhaupt? Wenn ich hier noch ein Tor schieße, dann geht es in die Verlängerung. Nur 2 Minuten Verlängerung, okay. Nachspielzeit, Verlängerung. Oh Mann! Sah so frei aus. Das war's. Egal. Geschafft. Squad Battles durch. Hoffentlich gibt es jetzt eine geile Belohnung. Bitte. Und ich hoffe mal, ich habe jetzt wenigstens noch Silber 2 erreicht. Hä? Partie beendet 248. Ich habe doch das Spiel gegen Müller auch beendet gehabt und habe keine Punkte bekommen. Hier bekomme ich noch 407. Ach du Scheiße. Das ist ja echt viel weniger, aber wir sind trotzdem Silber 2. Besser als nichts. So, jetzt müssten wir ja eigentlich die Aufgabe gemeistert haben. Squad Battles Intro. Genau, my skin. Und wir haben die Wochenaufgaben komplett abgeschlossen. Trikot, Stars im Blick. Du hast diesen Preis für den Abschluss bekommen. Ja, es ist ein Trikot, was ich eh nicht nehmen werde. Nee, oder? Es kann natürlich sein, dass mir... Nee, das war doch beim Tagesaufgaben auch nicht so. Als wir die abgeschlossen haben, haben wir direkt die Belohnung dafür bekommen. Ein Goldset. Und hier bekommen wir keine. Habe ich jetzt echt 4 Squad Battles umsonst gespielt? Ich meine, ich bekomme natürlich Belohnung für die Squad Battles. Aber habe ich jetzt echt 4 Squad Battles gespielt und bekomme hier... Oh nein, ich habe das doch nur gemacht, weil ich dachte, ich bekomme jetzt eine Wochenaufgabe. Es könnte natürlich rein theoretischerweise sein, dass diese... Belohnung erst kommt, wenn die Woche abgeschlossen ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Warum soll es denn jetzt erst die Belohnung geben, wenn die Woche vorbei ist? Sonst war das ja auch nicht so, also bei den Tagesaufgaben. Oh, das ist ja Dreck, das ist richtiger Dreck. Scheiße, Mann! Oh, da habe ich die jetzt in Anführungsstrichen umsonst gespielt. Hätte ich ja lieber Liga gespielt und wäre versucht, da aufzusteigen oder hätte versucht, den Titel zu gewinnen in Saison 9, das bekommen wir da. Meisterschaft, 3000 Coins kriegen wir da schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dafür brauchen wir jetzt noch 2 Siege, einen Unentschieden. Na gut, was soll's, kann man nichts machen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.